Dies ist der Achtsamkeitstipp Nummer 2. Es geht um Stress. Normalerweise sind wir nämlich in unseren Gedanken gefangen und gehen dem nach und glauben denen, denn die erzeugen ja echte Gefühle. Aber das Problem, das wir dabei haben, ist, dass wir nicht sehen, dass wenn wir in Gedanken verloren sind, wir niemals in der Gegenwart sind. Und deswegen in der Achtsamkeit achtet man sehr auf den Atem, denn wir können ja weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit atmen. Und wenn wir den Atem festhalten, dann ersticken wir. Insofern ist das Wichtigste in der Achtsamkeit, dass wir lernen zu sehen, wie wir die Gedanken loslassen können, indem wir sehen können, dass sie kommen und gehen, dass sie nichts Festes sind und dass es unsere Wahl ist, unsere Aufmerksamkeit auf sie zu richten oder eben nicht. Bei dem Denken spielt das Benennen der Sachen und das Bewerten der Sachen eine große Rolle. Wenn ich zum Beispiel einen Schmerz empfinde, werde ich immer sofort darauf reagieren, indem ich das bewerte, indem ich sage, aua, und dann, das will ich aber nicht haben. Das will ich nicht haben, bedeutet, ich bin im Widerstand dazu. Wenn du im Widerstand bist, dann kannst du niemals in der Gegenwart sein, denn man kann entweder präsent, gegenwärtig und wach sein oder aber in seiner Geschichte verloren. Loslassen heißt, nicht den Geschichten folgen, die wir laufend erzeugen.